nahm mir auch den Erpresserbrief in die Hand. »Und was hast du da genau entdeckt?« fragte er Bob. »Hier, Peter, man muss den Zettel gegen das Licht halten, und dann kann man eindeutig ein Wasserzeichen im Papier erkennen.« Mr. Lamper tupfte sich nervös mit einem Taschentuch die Stirn ab. »Jetzt sehe ich es auch. Oh nein, es ist das Briefpapier der Pazifik Wunderland. Da sieht man das P und das W.« Justus knetete seine Unterlippe. »Ein erster Hinweis. Wer hat da alles zu dann zu diesem Briefpapier?« Der Mann steckte das Taschentuch wieder ein. »Leider sehr viele. Es liegt in jedem Zimmer aus. Ihr müsst wissen, dass es hier auch ein Hotel für die Besucher gibt.« Plötzlich hörten sie das Klingeln eines Handys und Mr. Lambert durchsuchte seine Tasche. Kurz darauf hielt er sein Mobiltelefon in der Hand. »Das ist nicht meins. Jemand muss es mir heimlich in die Jackentasche gesteckt haben.« Justus nahm ihm das Handy ab. »Dann will der Erpresser damit mit ihnen in Verbindung bleiben.« In diesem Moment stoppte das Klingeln und auf dem Display erschien ein Bild als Nachricht. Bob wusste, was zu tun war. Alles klar, wieder ein richtiges Erpresser. »Hallo, ich habe für euch heute ein Handy, womit ihr die Punkte verbinden müsst. Alle, die ein Punkt haben, müsst ihr ausmachen. Geht das? Ja? Dann kommt ihr zum heutigen Rätsel. Türchen. So, das machen wir doch einfach mal. Du nicht umfallen. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Das verbiete ich euch, dass ihr umfällt. Habt ihr es heraus davon? Ich glaub schon. Das ist dieses Akuya-Aktion. Und genau das, wenn wir mal öffnen das Türchen, wo haben wir es? Irgendein Kürbis oder was? Sieht ja hier auch mal. Und damit schauen wir doch einfach mal durch. Das sieht interessant. So, kann ich das euch ja einfach mal. Das klappt. Ja. Ups. Rasch gingen die drei Ausrufezeichen weiter. Was war das denn für ein komischer Typ gewesen? Und warum hat er ihnen geraten, mal wieder zu lachen? Sehr seltsam. Vielleicht steckt er mit der Frau vom Kettenkarussell unter einer Decke, vermutete Marie. Es blieb ein großes Rätsel, aber wenigstens hatten sie das Zahlenrätsel schnell gelöst. Kim legte den Zettel in den Umschlag und merkte sich die Lösungszahl. Noch wussten die Detektivinnen nicht, was sie mit Maries Gewinnzahl und der Lösungszahl anfangen sollten. Aber das würde sich hoffentlich bald ändern. Franzi warf noch einmal einen Blick auf den Plan. »Hey, das ist ja interessant.« Kim und Marie schauten Franzi über die Schulter. »Lissis Lachsalon«, las Kim laut vor. Energisch faltete Franzi den Plan zusammen. »Nichts wie hin, Leute.« Kim sah rasch im Umschlag nach. Tatsächlich hatte sie auch einen Gutschein für den Lachsalon, wenn das mal kein Zufall war. »Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Welcher Weg führt euch nach Hause? Habt ihr eine Idee?« »Ich glaub schon.« »A, B oder C?« »So, wir wollen zu Lissi Lachsalon.« »Warum so ein Lachsalon?«
Salon. Ach nee, ich hab da falsch gelesen. Leute, ich hab da keine Ahnung, welcher der Türchen hier richtig ist. Da haben wir ja schon mal geöffnet. Ups, ich hab euch falsch geschaltet. Hier sollt ihr hin. Das war ja diese Kreide. Oder, ja, Kreide, womit ihr ja auch ein Blatt ja malen könnt. Da haben wir ja in irgendeinem anderen Türchen ja auch gesehen, geöffnet. Weil man gedacht hat, das wäre das Türchen. Aber die sehen uns dann einfach morgen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal für den